und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben ja jetzt festgestellt, wir müssen wohl oder übel doch vermutlich Koga durch den Untergrund folgen, um irgendwie an Ganon heranzukommen. Unsere nächste Aufgabe wäre jetzt hier irgendwo im Osten von Ranel runterzusteigen in den Untergrund, weil man hier anscheinend nicht durchkommt. Es sieht auch so ein bisschen, es deutet sich hier so an, dass da so eine Art Mauer ist. Meine Idee wäre jetzt, wir haben zwei Möglichkeiten, da runter zu gehen. Das eine ist hier im Sumpf von Ranel, hier. Das andere ist hier bei Kakariko. Ich würde jetzt zum Sumpf von Ranel tendieren. Und zwar würde ich gerne hier lang reiten, den Schrein noch machen und dann hier runter. Das wäre so jetzt mein Wunsch. Vielleicht auch den Schrein machen hier so runter. Ist ein Umweg, aber da können wir noch ein bisschen was rätseln und nicht nur im Untergrund rumrennen. Das fände ich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. So, ich bin extra schon mal hier rüber teleportiert. Da. Nö, so ein Umweg ist es eigentlich nicht. Ich dachte gerade hier, aber das ist ja der Stall. und schon geht's los. Genau, deswegen bin ich extra hier rüber teleportiert. Ich habe noch ein paar Pfeile gekauft. Es gab einen Blutmond zwischendurch. Habe noch Essen gekocht. Und fühle mich soweit, ja, bin noch ins Bettchen gegangen. Fühle mich soweit vorbereitet. Da fällt mir ein, ich habe da vorne ein ganz schwarzes Pferd gesehen. Wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere, waren die einfarbigen Tiere richtig, richtig gut. Ich überlege gerade, ob ich es einfangen soll oder nicht, aber eigentlich bringt es mir nichts. Nee, komm, wir haben doch Pünktchen. Pünktchen ist das Beste hier. Wo bist du, Pünktchen? Da. Nichts besser als Pünktchen. Okay, und jetzt erstmal hier, wie gesagt, zum Gongo-Hügel und dann zum Turm von Ranel. Sind wir in die richtige Richtung unterwegs? Du bist ja schlau, Pünktchen. Vorsicht! Das hätte schief gehen können. Nee, ganz so schlau bist du nicht. Halt, stopp. Brrr. Lass mal lieber in die Richtung. Hopp. Bist du ein bisschen unruhig in letzter Zeit, habe ich den Eindruck. Aber gut, wenn das Ende der Welt nahe ist, wie soll man sich da fühlen? So, jetzt sind wir aber in die falsche Richtung unterwegs. Hier lang. Nett, nett. Über die Brücke. Oh! Was? Was? Was ist das? So viel zu meinem Plan. Ich glaube, ich steige ab und gehe nicht über die Straße, sondern hier direkt querfeldein. Och nee. Oder ich fliege. Könnte auch fliegen. Moment, haben wir genug Material? Nee. Aber ich kann Sonanium dazu nehmen, okay. Zack. So, wo ist denn dein Kumpel? Ganz woanders. Ganz woanders. So. Komm mal mit, Kumpelchen. Ich hoffe, wir machen damit jetzt nicht unseren Flieger kaputt. Uns das überhaupt vorwärts? Ja, doch, doch, doch. Man kann nur nicht steuern. Wollte gerade sagen, hallo! So weit wollte ich jetzt nicht damit. Mist! Das war jetzt nicht so geil. Ah! So viel zu meinen Plänen hier. Okay.
So, so einen haben wir noch gar nicht erledigt, ne? Odonit-Schwert. Ein brennendes. Über das Odonit-Schwert. So. So, das lief ja jetzt super hier. Kumpel. Du hättest ja auch mal abspringen können. Was hältst du davon? Also wirklich. Mensch, 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 Mensch. Nix könnt ihr alleine. So, und für den Spaß habe ich jetzt hier das Sonarium ausgegeben. Das hat ja super geklappt. Ja, ja. Dankeschön. Ich wollte eigentlich 2 Schreine heute schaffen. Aber wenn ich weiter so einen Käse mache, wird das nichts. Wir steigen jetzt einfach hier hoch. Ich glaube, das ist die beste Variante. Aber ich glaube, ja, ohne Flieger, ja gut, hätten wir über die Brücke gekonnt, aber dann wären wir da den Monstern in die Arme gelaufen. Wäre nicht so die optimalste Option gewesen. Jetzt fängt es nicht an zu regnen oder so, es zieht sich gerade so zu. Und es ist halt Mittag. Ein Schrein in der Nähe, nein, wirklich. Haben wir uns doch zufällig hier markiert. Was ich jetzt hier schon wieder an Pfeilen verballert habe, ne? Für den kleinen Scheißer. Guck mal da. Ihr seid alle im Weg! Nein! Nein! Jetzt! Ja. Tschüssi! Den Schrein habe ich doch schon mal gesehen. Sonst hätte ich ihn ja nicht markiert. Oh, oh. Waren das Patschehähnchen? Ich glaube, sie haben mich nicht gesehen. Ich habe ihn markiert. Er muss doch hier irgendwo sein. Oder habe ich ihn nur markiert, weil hier unten... Nee, im Untergrund habe ich nichts entdeckt. Oder hier oben. Nee, ich habe den hier unten markiert. Ich müsste quasi direkt drauf schauen. Monstercamp? Meine Güte, ich will doch nur zum Schrein. Da. Da ist er ja. Wie habe ich den denn entdeckt? Wahrscheinlich von oben irgendwo. Spannend. Renn-Easy-Schrein.
So, was kriegen wir jetzt für eine lustige Aufgabe? Okay, Springform. Okay. Ich gehe davon aus, wenn ich das hier aktiviere, kommt da was runtergerollt. Okay. Klatscht dagegen und verschwindet. Nun gut. Was können wir hier tun? Ah! Ich will es nicht so fallen lassen. Nicht, dass mir das nach unten knallt. Nichts anderes übrig. Nein! Ah! Okay. Das ist aber nett, dass es wieder auftaucht. So. Badum. Na, entscheide dich. Komm schon. Jawohl! Noch einer? Okay. Ja, hier auch. Moment, ich muss nur überlegen, wie am besten. Aber das werden wir schon. Das werden wir schon noch sehen. Sollte vielleicht nicht so teure Waffen hierfür nehmen. Ha! Ah, elegant! Ja, genau, das Masterschwert für niedere Aufgaben. Aber eigentlich, warum nicht? Jawoll, ja. Ach, das war's schon. Okay. Das war ja easy peasy. Gut, dass wir den Abstecher noch gemacht haben. So. Das war ja easy peasy, ja, aber die sind alle da in dem Gebiet, wo man so potenziell am Anfang vorbeikommt. Deswegen sind die alle nicht so schwer, vermutlich. Machen wir noch 3 Schreine mehr und dann haben wir doch schon wieder ein Herzchen extra. Nein, machen wir jetzt nicht, aber wenn wir vorbeikommen, nehmen wir die Schreine natürlich mit. Finde ich jetzt zumindest sinnvoll. Diese 3 Pfähle hier irritieren mich so ein bisschen, aber ich glaube, die sind einfach nur dafür da, dass man so ein bisschen Aufmerksamkeit hier drauf gelenkt bekommt. Anders kann ich mir jetzt nicht erklären, weil da ist ja sonst nichts. So, und von hier aus jetzt? Ja, jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Weil ich wollte ja hier quasi diese wandelnde Festung vermeiden.
Aber hier sind leider ziemlich viele Monster. Ob ich mir jetzt hier einen Gefallen getan habe, ist die Frage. Wir müssten am besten hier so rüber. Würde ich jetzt sagen. Ich weiß nur nicht, was uns da erwartet. Und halt viele fliegende Gegner. Aber ich will jetzt einfach vor allem nicht diese Festung. Diese wandelnde Festung. Vor der Nase haben. Ich meine, da gibt es sicher einen schönen, lustigen Trick, wie man die schnell erledigen kann. Aber sonst geht's gut. Was war da? Haben wir auch was gesehen. Nein! Oh, hab ich aus Versehen einen erwischt. Okay. Geil. Wo ist der denn jetzt hin? Ah. Unerlegt? Nicht. Jetzt sauer. Na gut. Na, nimm ihn. Falle. So. Gucken wir doch eigentlich schon prinzipiell in die richtige Richtung. Nee, tun wir nicht. Andere Richtung. Aber was? Ich finde diesen Stein, die Steine hier manchmal ein bisschen verdächtig positioniert, aber es ist eigentlich nichts drunter. Nö. So. In die Richtung. Ja. Da hinten ist der Abgrund. Ich sagte ja einmal über den Gongolberg und dann darüber. Ja, Manchmal leichter gesagt als getan, ne? Da. Noch ein Monstercamp? War ohne Monster? Boah. Da sind die Monster. Bandschrein in der Nähe. Aha, hier? Oder meint ihr schon den hier hinten? Vielleicht ist es möglich. Oh ja. Also wir scheinen direkt drauf zuzurennen. Er sagt auch nicht tiefer oder so. Auch noch nicht. Ich kann Schleimgelee in rotes oder halt in Elementschleimgelee verwandeln, indem ich es einfach mit einer Elementarwaffe angreife. Ging das schon in Breath of the Wild? Dann habe ich hier ganz was Neues gelernt. So. Hier irgendwo? Also schlägt sehr heftig aus, aber noch ist nichts in Sicht. In der Nähe tiefer. Na toll. Hier drunter quasi. So, ich hatte es aber eigentlich auf den da hinten abgesehen. Was haben wir denn hier? Na endlich mal!
tiefer. Also da hinten ist halt der, wo wir hin wollten. Und den wir jetzt, glaube ich, auch in Angriff nehmen, wenn ich nicht hier zufällig noch eine... finde. Oh, das ist sehr gut. Den Stein schnappen wir uns mal. Oh! Da kommt doch einiges runter. Das hätte mich auch erwischen können. Mein Gott! Ist ja gut. Du meine Güte. So. Echt ja. So eine Höhle sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Da kommen ja Steine runter ohne Ende. Aber ja, es würde passen, dass hier noch irgendwo ein Schrein ist. Da ist nämlich hier wieder sehr viel Platz zwischen. Aber wahrscheinlich muss ich da irgendwo eine Höhle suchen. Ja, dass hier ein Bandschrein in der Nähe ist, weiß ich. Da ist eine Höhle daneben. Spannend. Das ist ja mal sehr spannend. Direkt neben dem Abgrund. Und ein Birk da. Ja, den machen wir später. Lass uns erstmal einen Schrein machen. Oder machen wir den Birk da. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht doch eher den Birk da. So, was haben wir denn hier? Steine. Noch mehr Steine. Ach Gott. Na gut, das ist... Moment. Einfach mal Steine zusammenkleben hier. Vielleicht doch wenigstens da stehen oder liegen, dass ich noch einen anderen Stein davor kleben kann. Sonst weiß ich ja nicht, wie ich das am besten kleben soll. Ja. Aber wenn ich sie zusammen... Jetzt geht doch mal zur Seite, Leute! Kannst wenigstens nicht wegrollen. Nein, du sollst es nicht schieben. Naja. Nehme ich jetzt einfach runter mit Steinen zu. Ja. Denk noch einen dran. So. Der noch so ein bisschen zieht. Ja, das. Naja. 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 So. Das sollte doch halten. Ich finde, das sieht sehr stabil aus. Lass doch mal los. Naja. Kerzen gerade, finde ich. Ey, manchmal hat er schon bei einem Millimeter gemotzt und das findet er jetzt in Ordnung. Okay, na gut, von mir aus. Oh Mann, ey. Jetzt im Ernst? Sonst motzt der immer so bei Millimeterchen. Fischreisbällchen, lecker. Und noch eine Donnerblume. Ah.
denn da hinten? Ah, doch. Ah, was bist du denn? Ach, nur so ein Stein auch noch. So, da geht es auf jeden Fall abwärts. Ah, einmal entdecken. Genau. Abgrund im Sumpf von Ranell. Aber wir wollen ja erstmal den Schrein machen. Was haben wir denn da hinten? Mein Gott. Ist auch ein Monstercamp, oder? Ohne Monster. Wo sind die Monster? Na gut, ich spawn manchmal erst recht spät. Das ist ja krass hier. Na gut, meine Lieben. Aber dann würde ich sagen, den Schrein verschieben wir aufs nächste Mal. Und danach geht es direkt hier abwärts. Und dann gucken wir mal, wie die neuen Statuen aussehen. Sie sollen ja wie Soras aussehen, angeblich. Oh nee, wenn wir jetzt nochmal auf der Suche nach Koga alle Völker durchackern müssen, dann haben wir noch gut zu tun. Naja, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir sehen uns. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bis dann.